So, guck mal. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Harry Potter. Ich muss die Maus wieder langsamer machen. Alter, wir haben schon 141 Punkte. Ja, das Lesen ist immer kacke, wissen wir doch. Wir müssen die Maus immer wieder verändern. Achso, ich springe ja gar nicht mit Leertaste. Hallo? Da darf man nicht rüberspringen. Doch. Doch, du musst doch richtig springen. Ich bin jetzt wieder dran. Das heißt, setz doch, Alter. Doch einfach, wenn du da springen musst, Wingardium Leviosa auf dich ein. Dann müsstest ja, du doch eigentlich... Irgendwie, also das mit dieser Maus ist echt schlimm. Ich habe ja mit Tastatur gespielt. Ja, aber das widerspricht meinem, wie ich sonst spiele. Ich spiele immer mit Maus. Ich drücke eigentlich immer nur W und drehe die Maus. Ich habe Gothic gespielt, ich bin Tastaturspielen gewöhnt. Oh, jetzt wird hier hart gehoben. Hier sind doch bestimmt irgendwo Gnome hinter. Ich kann mich genau an diesen Raum erinnern. Gnome? Ich finde das irre. Ich habe manchmal wirklich so einzelne Räume, wo ich genau weiß, da sind sie nämlich hinter. Das hatte ich doch genau vor Augen. Hast du doch gestern erst ausprobiert. Nee, aber ich habe das doch genau vor Augen, diesen Raum. Das ist ja irre. Mach den fertig. Mach den fertig. Der Print, das wollte ich gar nicht. Jetzt schieß. Flieg, flieg, flieg. Reicht das? Ja, der ist fertig. Der ist ja erstmal fertig mit der Welt. So, ja, nein. Im zweiten Teil werfen die auch mit so Bonbon-Zeugs. Ja. Genau. Ich weiß noch, irgendwann musst du in so Löcher werfen. Hallo? Warum hat jetzt dieses Ding mit. Achso, weil die Wand davor war. Nein! Ich will nicht auf den. Jawohl. Ist vielleicht die beiden Schalter gefunden. Katzi? Unnötige Katzi. Ja, Katzi? Und jetzt viel Spaß. Ja, ich freue mich auch schon. Kannst du den Dude in der Mitte noch mal drauf schießen? Ja. Nee. Nein. Aha. Also, wie du ist zu weit weg, glaube ich. Kontrolliert, damit du mit dem Ding umgehst, ist ja der Shit. Geht nicht weiter. Ist jetzt zu Ende. Na gut, ich muss vielleicht normal machen. Ich hole erstmal die Bohne. Kannst du den Dude noch eine mitgehen? Ich glaube, der ist jetzt fertig mit der Welt. Waren wir da oben eigentlich schon? Wo denn? Da! Wir aber auch jetzt, glaube ich, nicht hin. Gut. Ich hätte vielleicht vorher noch ein Stück gehen sollen. Jo! Du machst das gut mit dem Wingardium, ne? Ja! Passt schon. Altstern! Ja, aber jetzt ist nicht deinen da. Namen drin. Ich glaube, das war nicht weit genug. Ist da sehr pingelig mit. Nee. Ja, reicht. Ein Stern. Der ich finde das schrecklich. Ich muss, glaube ich. Warte mal. Ich weiß, ich befinde mich sehr häufig in diesem Menü. Dieses Menü ist, glaube ich, das meistgesehenste von Welt. Aber ich bin gespannt. Vielleicht kannst du, wenn du die Prüfung gemacht hast, vielleicht gibt es da Quidditch. So. Oh, wir gehen nach draußen. Ich will nicht Quidditch haben. Aber das sieht noch nicht danach aus. Lautes Maus bewegen. Was wäre wohl passiert, wenn ich das weggeworfen hätte? Wäre wahrscheinlich respawned, oder? Geht nicht. Geh mal auf die andere Seite. Ja, da ist... Ein Stern, der deinen Namen trägt. Hier war ja sonst nichts mehr, ne? Wir laufen nochmal um die Säule. Achso, du kannst irgendwann alle humieren. Nein? Boah. Glaube ich nicht. Also normalerweise sieht man deutlich, wo was ist. Ich weiß nicht viel mehr von dem Spiel, aber ich habe das Spiel in deutlich besserer Steuerung in Erinnerung. Ja, früher waren halt viele Spiele so scheiße. Und ich glaube, es macht auch viel aus mit der Auflösung. Yeah. Gott, das war ein bisschen spät. Ein Stern! Oh, das zieht. Was soll das? Da oben ist ein Stern! Ja. Der dein und da klippt doch eine Truhe gerade durch. Meinst du, ich kann da durch? Oder ist das tödlich? Guck mal da oben. Da klippt doch gerade zwei Truhen durch. Das stimmt. Meinst du, ich kann da reinfallen oder bin ich da tot? Probier's aus! Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Gut. Jetzt bist du bestimmt irgendwo. Da ist doch so ein Block wieder. Also, du
machst die Blöcke, dann machst du schon gut. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Du warst schon am nach Hause gehen. Da ist einmal Flipendo und einmal Alohomora. Ich glaube, da geht's ein zurück. Stern! Ich glaube, da geht's einfach nur zurück, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ja, Top Secret! Hua! Hua! Oh, Plattforming jetzt. Uah. Die Steuerung ist echt des Teufels. Wir sind oben! Das sind die Truhen, die durch die Decke gekippt haben. Hallo, Humor! Also, wir können uns gleich irgendwie drei Besen kaufen. Für den das glaube ich nicht. Für den... Oh! Da! Oh nein! Ist weg. Jetzt ist sie weg. Die Spawn. Wir sind wieder allein. Den Sternen? Gut, kein Fallschaden gekriegt, weil Animation. Ich glaube, dass dieses Ding auch den Fallschaden abfängt. Ich glaube, das ist das, was, oder? Gibt's nicht auch so ein Dingens, wo man höher geht? Alter, wie viele Punkte die schon haben? Ja, die haben halt das mit dem Zeichnen richtig gut gemacht. Bardock Muldoon. 1492 bis 1429 bis 1490. Vorsitzender des Zauberrats von 1440 bis 1450. Ist ja völlig unwichtig. Sei ja, mal ehrlich. Weil du die Bücher nicht vernünftig gelesen hast. Nee, ich glaube, solche Leute waren noch nicht in den Büchern. Kann man das auch machen? Das sieht irgendwie so kaputt nee, aus. Das ist Interieur. Das Deko. Ich darf auch nicht über die Mauer springen. Verstehe ich gar nicht. Keine Selbstmord, Harrys. Er muss ja noch die Welt retten. Letztens in irgendeiner Vorlesung wurden wir gespoilert. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel ausgeht. Dieses Spiel oder die Serie generell? Generell der Film. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie der erste Teil ausgeht. Achso, der erste Teil. Ja, mit p ganz viel. Also wie die Filmserie ausgeht, kann ich mir schon vorstellen. Harry Potter besiegt den Nasenbären da und poppt dann mit Hermine. Nee, Hermine ist mit Ron. Okay, das ist mit Ginny. Warum? Ja, weil das sich Rowling so überlegt hat. Da war ja alles weg, oder? Oder war da noch was? Oh ja. Nee, da ist noch ein zweites Dingens, das hin und her fährt, oder? Soll ich jetzt hier drauf bleiben? Ich bleib mal hier. Wir gucken uns mal die Landschaft an, die sehr, sehr eintönig aussieht. Ich kann da hinspringen, oder? Nee, da drüben, da ist doch noch ein zweites Ding, das wo fährt. Oder kommen wir daher? Uah. Ich glaube, da kommen wir her. Ja, da kommen wir her. Da können wir auch gar nicht mehr hin. Ja. Ja, dann auf und davon. Ich glaube, es war schon richtig. Aber man will ja nichts verpassen, ne? Ne, da waren wir definitiv schon. Also jetzt habe ich die Maussensitivität so niedrig gestellt, dass ich immer dreimal über diesen Tisch fahren muss, damit er sich dreht. Ach stimmt, du hast ja kein Mauspad. Nee. Ich bin kein Freund von Mauspads. Du bist ja so ein Tisch-Abuser. Ja, viel Spaß, komm mal darüber jetzt. Ich glaube, da muss ich darüber oder muss ich da hin? Also hier kann ich drauf, aber bringt das was? Weiter. Du musst wahrscheinlich müssen wir da was. Aber das ist vielleicht ist auch ein Geheimnis. Ich geh mal hier hin. Nee, du hättest doch da jetzt rüber jumpen können. Ja, ich weiß, aber vielleicht ist hier was. Nee. Haben wir festgestellt, das ist nicht der Fall. Sehen Sie nichts. Ich dreh mich mal ein bisschen. Wee. Guck mal, wie weit dieser. Der dreht sich nur in einem Fuß. Vielleicht könnte gut Kugelstoßer werden. Die muss ich auch mal so drehen. Oder Basketball. Meine Güte, diese Kamera. Jetzt wäre mir ganz recht, wenn das Spiel schneller laufen würde. Ach so. Jetzt auf einmal. Wir sind ja hier in Hogwarts. Ich weiß gar nicht, jetzt kann ich sehr schlecht einschätzen, wie weit wir springen. Ah, easy. Da kannst du schon rüber jumpen. Oh, das sieht nach Zwischenboss aus. Da, Flitwick. Oh, wir sind schon fertig? Was, das war's? Und ich muss da eine halbe Stunde Flipendo machen? Das war smooth, wie er da runtergelaufen ist. Quidditch, Quidditch, Quidditch. Da kannst du auf jeden Fall... Ja, da ist ganz viel. Den Tisch, nee, das Ding kann ich machen. Hallo? Ja, jetzt mach das Ding da schnell drauf und dann Quidditch. Alter, Truhe. Da ist jetzt bestimmt so eine Bildkarte drin. Nee. Der Tisch geht. Ah, nee, da stand Flitwick drauf. Da bist du gekommen. Da musst du rein. Quidditch, Quidditch, Quidditch. Da stand gerade unsere Aufgabe. Für eine halbe Sekunde. Quidditch, 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 Quidditch.
Hedwig. Was ist das denn? Ach, Hedwig. Das ist doch keine Eule. Doch. Harry, komm nicht zu spät zum Kräuterkundeunterricht. Oh, ich warte am Eingang zum Gewächshaus. Wir sehen uns, Hermine. Quidditch, Quidditch, Quidditch. Wie krieg ich diese Nachricht weg? Ah. Ich will aber, dass du Quidditch machst. Ich nicht. Ich muss wieder die ganzen anstrengenden Sachen machen und du darfst dann hier wieder einen abchillen. Da kannst du hochjumpen über die Außen. Über die Außen? Über die Flügel? Ja, ist halt so. Ich würde mal sagen, in dem Spiegel kann man durch. Hör! Hallo Humora! Ja, ich jetzt aber eine Bildkarte. Ja! Als hätte hallo, ich stehe in der Bildkarte. Nimm doch die Bildkarte jetzt. Er will nicht. Ah. Ja, ganz einfach. Oh, den kenne ich, glaube ich. Albertas Kleberbeschuss. Nee, den kenne ich, glaube ich. Ich glaube, das ist sogar jemand, den man kennen kann. Hm? Wer denn? Das ist natürlich Adalbert Waffling. Von 1899 bis 1901. Zwei Jahre ist er geworden. 81. Okay. Berühmter Magietheoretiker. Wer kennt ihn nicht? Das heißt den kennt man. So, jetzt aber auf dem Weg abgefangen werden und quitschen. Wow. Wir brauchen ja keinen Schokofrosch. Oh, wir brauchen gleich einen Schokofrosch. Vielleicht schon. Ja, guck mal, ich konnte nicht mehr ausweichen. Ich darf mich so ein bisschen bewegen, aber die Kamera steht. Triggert, damit du ja nicht mehr weiterkommst, oder? Was muss ich denn hier machen? Ich bin Peeves. Die Leute sagen, du wärst besser in einem Zoo. Schieß doch! Ja, es geht nicht. Schieß doch, jetzt schieß! Ja. Ich darf nicht immer. Jetzt! Schieß! Du hast getroffen. Ja, ich weiß. Ja, aber auch. Ja, du bist Peeves. Ja. Jetzt aber Quidditch. Wo ist denn der Frosch? Ich hab die Orientierung verloren. Da oben backt irgendwas noch durch. Wahrscheinlich Peeves. Da unten läuft gut. Warum ist jetzt auf einmal die Maus wieder ganz anders sensitiv? Hallo? Was ist das? Ich versteh's nicht. Aber zu mir sagen, stell mich an. Du stellst dich immer an. Ja gut, hier ist glaube ich. Jetzt geh doch mal zum Quidditch-Unterricht. Hey, wo kommt die denn her? Aus dem Geheimgang, aus so einem Puzzle-Geheimgang. Wir brauchen die Bohnen für. Ja, jetzt kommen sie hier, wir ziehen ja ab, hast dein Essen dabei. Ja, komm. Gute Arbeit, Harry. Du hast uns jetzt alle Bohnen gebracht, die wir brauchen. Hier hast du eine Bildkarte. Jawohl. Du hast sie noch nicht. Quidditch jetzt aber. Dieser Move. Genau. Die bleiben einfach stehen. Hast du es gesehen, der Raum? Ja. Guck mal, die bleiben ja immer noch auf die Tür. Ich stehe ja immer noch. Ich glaube, der Raum, also so wie das aussah, geht es auch nicht weiter. Das ist Elvis Dumbledore Senior. Wie er immer sich noch dreht. Ja, nee, das ist natürlich... Ulrich, der komische Kauf. Den gibt's, der wird im Buch erwähnt. Nicht die Milch von der Milchschnitte aus. Der wird erwähnt, und zwar hat Harry irgendeine Prüfung geschrieben, ich glaube im ersten Band tatsächlich. Und da geht's nämlich um Zaubereigeschichte und da sagte, wird dann geschrieben, sie verwechselten sowieso mit dem und dem mit Ulrich, dem komischen Kauz. Aber da geht's nur darum, dass die keine Ahnung hatten, wer eigentlich wer ist. Sechszentrische Zauberer, der eine Quelle als Kopfbedeckung trug. Eine Qualle. Eine Qualle. Bei Karstadt war der auch manchmal. Quidditch! Schon wieder Hedwig. Was will Wie viele sie? Nachrichten hat sie denn? Harry, wenn du zu spät zu Kräuterkundeunterricht kommst, wird Gryffindor wertvolle Hauspunkte verlieren. Also beeil dich. Hermione. Run. Da winkt einer. Wo muss ich denn eigentlich? Ich geh zu der Truhe. Yo, ich bin Rapper. Jo, da ist jetzt aber eine Bildkarte drin. Ja, hallo. Der zweite Teil ist mit Abstand angenehmer, hoffe ich. Warum? Das dachte ich vom ersten Teil auch. Oh. Jo. Hey, ich bin Crabby. Die sterben. Quidditch. Spoiler. Ja, Quidditch brauchen wir aber auch nicht.
Doch! Das ist die Statue der einäugigen Hexe, der buckligen Hexe hier. Da geht's zum Honigtopf hinter. Aber nicht im ersten Band. Da finde ich schön. Da geht's aber auf jeden Fall auch irgendwie durch. Aber ich glaube nicht so. Aber da ist irgendwas. Ist das nicht im dritten Teil erst? Wo man dann. Ja, ja, aber. Genau. Kommt? Aber das ist, glaube ich, die Statue. Ich glaube, das sind schon Anspielungen darauf. Die bucklige Wahl. Irgendwie so ein bisschen Übersicht verloren. Wir laufen gleich auf jeden Fall auf der anderen Seite nochmal hoch. Das ist ein Speicherbuch. Jetzt nach draußen zum Kräuterkundeunterricht und dann abgefangen werden und Quidditch spielen. Gehen wir jetzt nach draußen! Nee, wir laufen hier nochmal hoch. Warum? Weil ich nichts über vergessen will. Hier geht's zum Beispiel auf. Jump-Animation. Aber die Musik ist gut. Boah. Da geht auch irgendwas, oder? Umdrehen, weiter jumpen. Das sieht aber komisch aus hier. Umdrehen, weiter jumpen. Das sah trotzdem komisch aus. Und ganz oben ist dann ein Alohomora-Schloss. Und dahinter ist... Bodenbonusraum. Oh. Da ist eine Bildkarte drin. Wer hat denn hier die Lampen eigentlich angezündet? Da ist eine goldene Bildkarte drin. Nee. Ja, aber er zaubert auf die Bildkarte. Was sind das eigentlich für riesen Bildkarten? Wie soll man die denn mitnehmen in seinem Umhang? Ja, guck mal nach, wer das war. Ja, ich möchte erst die Bohnen einsammeln. Was auch nicht so einfach geht. Das war natürlich Derwent Shrimpling, geboren 1912. Er spielte eine ganze, was? Vermosa Tentacula und überlebte, obwohl er danach violett wurde und es für immer blieb. Das ist mindestens genauso groß wie die Schrift bei EO4. Ich glaube, ja, wenn ich ganz runterspringe, verliere ich Leben, wenn oder? Du so eine komische Auflösung hast. Nein, das sollte er nicht tun. Da hinten ist doch wieder das ist übrigens jetzt anders. EO4 hat jetzt die Auflösung skaliert jetzt, also auch die Anzeige. Das ist dein Erinner mich, Neville. Hallo Harry. Das ist mein Erinner mich. Es erinnert mich an alles, was ich vergessen habe. Nee, das ist falsch. Erinnert dich daran, dass du was vergessen hast. Oh, da hätte ich beinahe etwas vergessen. Nimm dich vor Draco Malfoy in Acht. Ist eben hier herumgeschlichen. Er hat ganz schön schiefes Gesicht. Das ist schon mal ein Slytherin. Kann ich dich verhexen? Das ist aber nicht Malfoy, das ist einer der Rechtschaffenden. Der Rechtschaffenden Slytherins? Ich glaube, da kommst du nicht durch. So, jetzt geh endlich zum Kräuterkunde. Was schwebt da? Achso, das ist irgendwas aufgegangen ist. Das ist doch der Rapper. Ja. Jetzt aber wieder nach unten, Kräuterkunde. Hergurex, Kräuterkunde! Ja, mein Gott, was bist du denn so nervig hier? Warum springst du jetzt auf Neville rum? Ich weiß nicht, wir sind halb in der Cutscene. Hier soll irgendwo ein Geheimraum sein. Und ja. Ich werde der Erste sein, der ihn findet. Treppe. Hallo. Da ist Draco Malfoy. Na, Potter? Sieh mal einer an. Du schon wieder, Potter. Nee, wir gehen zur Kräuterkunde. Als würden sie in die gleiche Schule gehen, ne? Immer die gleichen Leute. Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Egal wie sehr du dich auch anstrengst. Halt, stopp, jetzt rede ich. Schluchz. Guck mal, der macht zwei Ausrufezeichen. Das ist auch was, was man sehr selten sieht. Mit diesen Zauberknallbonbons kann man eine Menge Spaß haben. Hier, fang. Flipendo. Ich kann nicht. Er zaubert mich. Du musst die Dinger zurückwerfen. Die Bonbonner da. Wirf! Ja! Gurix-Schild. Hallo! Wirf! Berühmt oder nicht? Ja, den höre ich jetzt mal nicht auf. Hand nehmen, werfen. Ja, treffen. Nein! Oh, ja, jetzt hat er gefressen. Hä? Was ist denn jetzt los? Das wollte ich nicht! Ich bin einfach abgehauen. Das war nicht mein Plan. Harry, hier drüben. Ich möchte mal mit ihm treffen. Guck mal, da backt jemand durch uns. Da kann ich, glaube ich, Quidditch spielen. Ich bin's, Hagrid. Schön, dich zu sehen. Dein Mund bewegt sich nicht. Warum durften wir jetzt nicht ihn zu Ende bekämpfen? Warum hat er auch meine Heckenschere da? Weil du abgehauen bist! Das wollte ich aber nicht. Ich wollte so ein Bonbon aufheben. Meine Freundin Hermine wartet am Eingang zum Gewächshaus.
Hexhaus auf dich. Komm doch nach deinem Unterricht auf eine Tasse Tee vorbei. Sagte der Mann mit der Riesenschere. Wo hat er denn jetzt hingeputscht? Ich glaube, das soll... Putschen und wedeln. Darf ich nochmal zurück? Nein. Du hast den Bosskampf offiziell abgebrochen. Der schneidet jetzt die Hecke, also. Guck mal, hier sind Blumen. Das ist die massive Wand aus Büschen. Aus Die sind verboten im Wald wahrscheinlich. Solltest jetzt besser ja. Unterricht gehen. Ich glaube, da kann ich Quidditch spielen, wenn das geht. Und nee, das war, glaube ich, da hinten. Eine weiter war es, glaube ich. Mach dich auf den Weg zum Unterricht, Potter. Ist ja schon gut. Das ist wahrscheinlich hier, Nicht bummeln! Percy. Nicht bummeln! Genau, der ist das. Da ist Hermine. Ich glaube, da können wir Quidditch spielen. Aber ja, noch nicht jetzt. Ja, da kannst du Quidditch spielen nächstes Mal. Oder können wir jetzt schon Quidditch spielen? Mach, dass du zu deinem Unterricht kommst, nee. Potter. Du kennst ja noch nicht mal die Quidditch-Regeln. Doch. Kannst du nicht mal mit dem Besen umgehen? Eland gewinnt, aber Viktor Krumm fängt den Schnatz. Das sind die Regeln. Der Kräuterkundeunterricht findet kurz hinter Professor Sprouts Garten statt. Wer ist der Professor Sprout? Sprout ist die Gewichser, die Kräuterkundelehrerin. Bis. Was hat die mit dem Hut da? Mit dem, genau, später übernimmt das jemand anderes nach deren Zeit. Wer wohl? Rate mal. Kennst du? Die haben mich schon getroffen mit diesem Spiel. Nee. Ach, Finch! Was ist hier denn los? Nein. Finch Lumos. Ist ein Squib. Lumos? Was? Nein, ein Schüler, der jetzt Schüler ist, übernimmt das später. Den haben wir schon getroffen? Ja. Sky ist. In dieser Folge haben wir ihn sogar getroffen. Wen haben wir denn alles getroffen? Den Zwerg da? Ron? Ron haben wir heute noch gar nicht getroffen. Hedwig übernimmt das. Nee, Hedwig, naja, das erzähle ich jetzt vielleicht noch nicht. Dann Hermione? Hedwig hat ein tragisches Ende, kann ich schon mal sagen. Er will vom Bus überfahren, oder? Nee. Aber sie stirbt auf jeden Fall am Ende. Oder vor dem Ende. Wen haben wir denn noch getroffen? Wir pennen nur auf den Schalter vielleicht. Vielleicht auf den Schalter. Ja, ich dachte, man kann da noch was machen. Vielleicht mein Geburtstag. Was ist denn los mit dir? Warum bist du immer so aufgedreht? Oh, er bewegt sich. Wir brauchen den Schokofrosch nicht, oder? Ja, noch nicht. Darf ich noch nicht lange noch. Hallo. Und jetzt aufpassen, umdrehen und die Schnecke wegmachen. Steuer umdrehen. Jetzt kannst du da durch. So. Das gleiche Spiel nochmal. Hallo, Zauber. Ich glaube, das tut auch weh, wenn man da auf diese Dingens läuft, auf dieser Spur. Die Schleimspur, ja. Wir haben Kräuterkunde, wenn die Hutfrau weg ist, wer kann das denn machen? Ron mit Sicherheit nicht. Nee, Ron ist macht das gleiche wie Harry. Was machen die denn? Sterben? Nee. Die werden Auroren später. Warum wird Ron Auror? Weil er das cool findet und die Welt gerettet hat. Was ist überhaupt ein Auror? Ein Bekämpfer dunkler Magier. Also, wir könnten jetzt sagen, das beinhaltet hier alles Spoiler, ja, aber diese Serie ist jetzt schon uralt. Ja, dann muss das ja der Dicke gewesen sein mit seinem komischen Dings da in der Hand. Ja, er ist nicht dick, aber du meinst den richtigen. Aber dick ist er wirklich nicht. Nee, denn der Dicke, den ich meine, das war der von der Familie da am Anfang. Dudley oder was? Weiß ich nicht. Der eine, der da an der Familie am Anfang quasi das Zimmer über Harry hat. Ja, der kann doch gar nicht zaubern. Oh, da ist ein Geheimnis hinter dir. Die Wand sieht anders aus. Oh. Die Wald sieht anders aus. Nein, Neville ist das natürlich. Neville wird nachher Lehrer für Kräuterkunde. Ja, ich würde sagen, was müssen die Schüler eigentlich für Rätsel lösen, um zum Kräuterkundenunterricht zu kommen? Du musst die wegmachen irgendwie. Ich glaube, dafür brauchst du die Kräuterkunde-Dingens. Das heißt, du hast irgendwann übersehen. Ich würde sagen, was wird Zauberg beim nächsten Mal klären? Ja. Weil das war's jetzt für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich schaue beim nächsten Video vorbei. Ich habe immer noch keine Endcard. Hier oben rechts, Folge klicken und rechts, und das bringt für mich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Epische Musik.